Und herzlich willkommen zurück, liebe Tropicaner zu Tropico 5. Heute geht's weiter mit unserer Familie Calavera. Und was mir gerade extrem aufgefallen ist, wenn wir hier mal durch die Warenlager unserer Produktionsstätten gucken, dann sehen wir, dass die hier wirklich alle wieder extremst überfüllt sind und wir das Zeug fast nicht weggeschafft bekommen hier. Und deshalb werde ich jetzt hier mal in diesen Part hingehen und unbedingt nochmal das ein oder andere Transportbüro bauen. Ich denke, ich werde unter anderem mal noch eins hier unten hinbauen. Hier ein Transportbüro. Und wo baue ich noch eins hin? Hier haben wir eigentlich eins. Vielleicht hier, ja, hier haben wir eigentlich auch eins, aber hier drüben vielleicht noch eins hinbauen. So, ja, es gab wieder viele schöne Roleplay-Nachrichten. Das hat mich wieder sehr gefreut. Was ich da wieder so lesen konnte, das ist immer eine coole Sache. Und ansonsten ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass es wenig Antworten gab auf die Sache, welche Verordnungen hier vielleicht noch ganz cool wären für uns. Das wäre noch schön, wenn da noch ein bisschen was kommen würde. Es wäre super, wenn da noch ein paar, wenn ihr da noch ein paar Ideen aufschreiben würdet. Und ansonsten haben wir uns ja für diesen neutralen Weg mit den Auslandsbeziehungen entschieden und hier für ja, den industriellen Weg. Und deswegen werden wir jetzt hier auch ganz schön viel Industrie aufbauen. Haben ja letztes Mal ist die Textilfabrik fertig geworden, dann haben wir jetzt die Möbelfabrik in Auftrag gegeben, die Recyclinganlage und so weiter. Und ich schaue, dass wir dieses Mal vielleicht irgendwann auch mal noch ein Stahlwerk bauen, aber dafür brauchen wir hier noch dieses Eisenvorkommen. Ich weiß nur nicht so richtig, automatisiertes Bergwerk oder Bergwerk bauen. Also das Bergwerk braucht halt 5 Arbeiter, unqualifizierte, und das automatisierte Bergwerk 3. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, wenn wir mal gucken wollen, kurz da oben. Also das hier, dieses Kohlebergwerk hier oben, hat eine Arbeitsqualität von nur 30, die erhöhen wir mal. Vielleicht hat das Automatisierte eine bessere Qualität, aber wir haben ja richtig viele Arbeitslose, Ungebildete und Grundschule und so weiter. Deswegen wäre es vielleicht mal sinnvoll, wenn wir hier hingehen und einfach mal noch ein normales Bergwerk hier bauen. Vielleicht hilft es uns auch noch mal so ein bisschen weiter. So, Moment. Jetzt würde ich gerne mal hier hoch noch eine Straße bauen. So, jetzt haben wir es. Okay, gut, wunderbar. Und dann werden wir jetzt erstmal hier unsere Transportbüros bauen lassen, diese Recyclinganlage und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal, und unsere Möbelfabrik, und dann schauen wir mal weiter. Ich denke, ein wichtiger nächster Punkt wird dann werden, dass wir hier hinten dieses Goldvorkommen anschließen, dann auch eine Schmuckfabrik bauen und so weiter. Ansonsten möchte ich mal kurz durchgucken. Wir handeln Rum, Käse und Käse. Was wäre mal eine coole Sache? Was könnte man mal machen? Autos, Schmuck. Ja, Schmuck wollen sie. Das wäre natürlich eine coole Sache, wenn wir das bald mal haben. Deswegen sage ich ja, müssen wir uns auch darauf konzentrieren mal bald. Aber jetzt bauen wir erstmal hier diese Sache mal fertig und dann schauen wir mal weiter. Gut, okay. Hier 9 von 12, 11 von 7 von 12, okay. Ich guck gerade, wo sind denn wieder unsere Obdachlosen so ein bisschen? Hier sind welche. Das reißen wir mal ab. Haben wir hier oben keinen Wohnraum mehr. Ja, noch. Also da haben wir noch Wohnraum und da unten ja auch, oder? Beziehungsweise wir bauen ja hier gerade auch wieder neuen Wohnraum. Okay, das sollte dann auch wieder helfen. Super, unser Zirkus ist fertig. Gut, okay. Was wir dann noch machen wollen, ist mal durchgehen und schauen, was wir hier für komische Sachen mal noch machen könnten, für Verbesserungen. Also hier, das möchte ich nicht, weil Strom möchte ich erstmal vermeiden, dass wir da noch mehr haben. Auch unsere militärischen Verbesserungen brauchen wir erstmal nicht. Ich denke, wir werden jetzt mal so ein bisschen hier mal kurz durchgehen. Was ist denn eine sinnvolle Sache im Moment? Ja, das bringt auch nichts. Hier, Station für Minderwertigkeitskomplexe bringt langsam neue Bürger mit Management-Skills hervor. Das machen wir mal. Ansonsten gucken wir mal, was gibt's hier. Kabarett gibt's nichts. In der Schule gibt's nichts. Die Uni könnte man verbessern. Die Universität beginnt mit der Produktion von Forschungspunkten. Das machen wir dann hier drüben auch. Dann geht alles ein bisschen schneller.
Ansonsten hier gibt es nichts Neues. In der Bibliothek vermutlich auch nicht. Doch, Bibliothek erzeugt 25% mehr Forschungspunkte. Ja, warum auch nicht? Das wäre eigentlich eine coole Sache, aber jetzt warten wir erstmal ab. Hier können wir auch den Krankentrakt bauen. Hier in unserem neuen Krankenhaus. Dass auch mehr Leute hier reinkommen. Also das Gebäude braucht Strom, echt. Tatsächlich. Ich hoffe, unser produzierter Strom reicht dafür. Wenn wir es auch bald die Möbelfabrik da oben haben. Naja, hoffen wir mal das Beste. Ich würde sagen, hier, das warten wir mal ab erstmal. Hier brauchen wir auch nichts, das ist alles für Tourismus und so weiter. So, die Mastbetriebe möchte ich auch mal noch nicht bauen, weil ich habe damit in einem anderen Spiel schlechte Erfahrungen gemacht. Da braucht man echt viel Mais für. Aber hier Schurgehege können wir mal bauen für die Lamas da oben. Das erhöht die Arbeitsqualität hier. Ist echt auch wichtig, weil wir haben hier eine richtig beschissene Arbeitsqualität. Genau, ansonsten könnte man hier das Ganze natürlich modernisieren. Erhöht die Arbeiterzahl um 3 und die Effizienz um 30 Punkte. Super, das ist natürlich super. Dann können wir noch mehr Leute hier einstellen. Dann kriegt man immer weniger Arbeitslose. Das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Ansonsten eine Recyclinganlage ist jetzt schon gebaut. Okay. Was haben wir jetzt hier für eine Mission? Präsidente, die Erde erblüht im Farbenmeer der Blumen. Wenn Sie die Natur verstehen, dann verstehen Sie den Kern unserer Revolution. Selbst mit geschlossenen Augen kann ich noch heute die wunderschönen Paarungsrufe der wilden Lamas hören und den Geruch einer vorbeiziehenden Tapirherde riechen. Dann erinnere ich mich an die Warnungen der Umweltschützer. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden unsere Kinder so etwas nie mehr sehen können. Präsidente, es ist an der Zeit, die Verordnung Mülltrennung zu erlassen und die Natur zurück in unsere Herzen zu bringen. Annehmen? Achso, übrigens, ich hatte gestern ja meinen ersten Unitag, es lief soweit ganz gut, am Abend waren wir noch Party machen und deswegen bin ich vielleicht auch nicht so ganz fit heute, beim Vorlesen und allgemein auch, also da, ja, ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ich denke, wir werden Mülltrennung machen, ich habe manchmal das Gefühl, dass es viele Umweltschützer im Roleplay gibt und dass das eigentlich ganz gut passt, auch zum, wir sind ja klar, auch hier dieses kommunistische Regime und so weiter, aber dass die Umweltschützer, wenn hier einen besseren Ruf kriegen mit uns oder sowas, vielleicht auch nicht so schlecht, dann werden wir das mal machen. Unsere neue Mülltrennungsmethode ist besonders intuitiv, elegant und eine deutliche Verbesserung gegenüber der Art und Weise, wie Müll sonst gehandhabt wird. Und so funktioniert sie. Papier in die blaue Tonne, Plastik in die grüne. Die gelbe Tonne ist für Metalle, die rote für Glas. Die wichtigste Tonne ist die purpurne. Da kommt der Müll hinein, den die Bürger von Tropico sonst auf die Straße werfen würden. So, mal gucken, was uns das jetzt alles bringt hier. Super, okay, das haben wir erledigt, deswegen verbesserte Beziehungen mit denen. Schauen wir mal die Fraktionsbeziehungen an. 62 Zufriedenheit aktuell. Fraktionen geliebt bei den Kommunisten, guter Ruf bei den Militaristen, verhasst bei den Religiösen, guter Ruf bei den Kapitalisten, guter Ruf bei den Umweltschützern und geliebt von den Industriellen. Die stehen also auf totalitären Staat, finde ich lustig. Gut, okay. Super. Ja, ich finde, dann sieht doch momentan das Ganze ganz ordentlich aus. 70% Zustimmung, so gut waren wir, glaube ich, noch nie dabei. USA hat uns Geld überwiesen. Gebäude produziert nichts. Warum? Was fehlt? Baumwolle fehlt. Ah ja, genau, das ist halt eben genau die Sache. Wir haben halt so extremst viel Zeug noch rumliegen irgendwo. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir diese Sachen auch in unsere produzierenden Betriebe bekommen. Das ist nämlich aktuell eigentlich unser größtes Problem, dass wir extrem viel ja, in unseren Lagerräumen haben, das wir einfach nicht benutzen. Ich denke, wir werden auch nochmal hier oben ein Transportbüro bauen. Die Frage ist jetzt genau wo. Ja, hier haben wir eins eigentlich, aber hier können wir eigentlich nochmal eins bauen. Schadet nicht. So, ansonsten, was können wir denn hier noch verbessern? Können wir hier oben noch irgendwas machen? Nee. Eine 3-Groschen-Oper reicht eigentlich. Kleiderschrank bei unserer neuen Möbelfabrik bestellt. Brauche ich den wirklich? Aber natürlich, denn ich bin eine Frau. Und da passen dann auch die ganzen Leichen aus dem Keller rein. Klasse, super. Ja. Zwei Bürger kamen an bei uns.
Ja, mittlerweile werden es immer weniger. Also, es war schon mal deutlich besser, die Zuwanderung nach Tropico. Aber gut, ich meine, wer will auch schon Art ist so gerne in ein totalitäres System einwandern, um ehrlich zu sein. Also, naja, ist jetzt auch nicht unbedingt der Hammer. So, nur noch 67%, wobei das natürlich nach wie vor eigentlich eine ganz ordentliche Zahl ist, wie ich finde. Ja, unser Problem nach wie vor Highschool-Absolventen. Das ist einfach ganz klar hier ein extremes Problem bei uns. Also da müssen wir wirklich weiter dran arbeiten. Hier haben wir wieder eine Hütte, die können wir mal abreißen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich da oben aus? Hier 2 von 12 Familien, okay. Hier unten war doch auch noch Platz, oder? Nee, 12 von 12, 11 von 12, 11 Das von 12, doch ein Politbüro bisschen. hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens einem Dutzend Russen geküsst. Ich werde mich besinnungslos trinken, um dieses schreckliche Erlebnis zu vergessen. Jetzt müssen Sie unseren sowjetischen Freunden sagen, was Sie von ihnen wollen. Ich würde sagen, wir wollen 5 Arbeiter mit Universitätsabschluss. Weil die können wir gut gebrauchen, wie wir hier sehen können. Also arbeitsverfügbare Jobs, Highschool, Uni. Wir haben kaum welche von der Uni und von der Highschool. Also kaum Arbeitslose davon. Deswegen können wir da auf jeden Fall dran arbeiten. Ich finde es halt echt ein bisschen schade, dass wir so wenig Leute hier in unseren Dings ausbilden. Ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen an dieser Sache, wenn wir glückliche Kindheit hätten statt Arbeit für alle, würde das vielleicht einen Unterschied machen und dann würden wir vielleicht auch mehr Highschool-Absolventen haben. Da bin ich mir aber Max nicht Planck hat 100% immer sicher. gesagt, Unwissenheit ist Glück. Denken, so einfach ist das nicht immer. Manchmal schaffen Sie es, ein ganzes Buch auf einmal zu schreiben und manchmal starren Sie einfach stundenlang auf eine leere Seite. Zum Glück habe ich die perfekte Lösung dafür, einen Urlaub. Sie sollten ein Mitglied Ihrer Dynastie auf einen schönen, langen Urlaub schicken. Er kommt zügig mit den Antworten auf all unsere Probleme zurück. Machen wir. Und wen schicken wir? Ich würde sagen, Balthasar, weil als Berühmtheit ist das eigentlich eine ganz coole Sache. So, geh mal los. Ansonsten würde ich auch mal ganz gerne kurz wieder so ein bisschen überprüfen, wen könnte man denn mittlerweile wieder so als Manager einstellen. Arbeitsqualität steigern würde natürlich jetzt nicht schaden. Irgendwo, hier zum Beispiel. Gewerkschafter. Einstellen. Gut, okay. Ansonsten, was können wir hier zum Beispiel mal einstellen? Manager, Erfinder, Aufseher, Agent, Geldmacher. Wir haben uns alle Mühe Ah, gegeben, die okay, jetzt erstmal diese Zusammenhänge Sache. der Demokratie zu entschlüsseln, aber es war sehr schwer. So schwer wie die Jagd auf ein Einhorn. Niemand hat es gesehen, aber jeder hat davon gehört. Selbst als wir eine ganze Herde Einhörner gefangen hatten, war die Demokratie noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. So, wir können jetzt weitere Verfassungsoptionen einstellen. Habt ihr ja auch schon drüber abgestimmt. Und hier bei der ersten Sache, bei den Persönlichkeitsrechten, sind 42,2% für die Sicherheitsüberwachung. Die Polizei entdeckt besondere Bürger, wie etwa Rebellen, schneller. 36,1% sind für die totale Staatskontrolle und 21,7% waren für die offene Gesellschaft, also Sicherheitsüberwachung. Er hat schon angewählt, okay, super. So, dann als nächstes bei der Wirtschaftspolitik. 47% waren hier für die Planwirtschaft, 41% für die freie Marktwirtschaft und 12% für die Plutokratie. Also, Gebäude mit Managern erhalten einen Bonus von 10 auf ihre Effizienz. Sehr schön. Gut, also da war ja eben hier die Sache bei der freien Marktwirtschaft, hätte ich ja vielleicht das so gemacht, dass man das so ein bisschen zufällig auswählt, was man als nächstes baut. Bei der Planwirtschaft bin ich immer noch so ein bisschen am Grübeln, was man da Gutes, Sinnvolles machen könnte. Dass man das so ein bisschen nach Plan eben baut und so, aber ich weiß es nicht, vielleicht so ein 2-3-Jahresplan oder so. Ich weiß es einfach nicht, wie man das vernünftig umsetzt dann. Also da bin ich auf eure Ideen noch gespannt, habe ich ja schon beim letzten Mal gefragt, gab es ja jetzt noch nicht, leider noch nicht so viele Antworten zu. So, also dann totale Propaganda bei der Medienfreiheit, subventionierte Medien oder unabhängige Medien. Und hier waren 47, ah ne, sorry, hier waren 40,2% für die totale Propaganda, 34,1% für die subventionierten Medien und 25,6% für die unabhängigen Medien. Also hier totale Propaganda. So, und jetzt schauen wir mal, wie sich unsere Zufriedenheitswerte ändern werden. Aber davor müssen wir eine neue Forschung machen. Öl braucht man noch nicht unbedingt. Ich denke, da werden wir jetzt mal anfangen mit Erfahrung im Showbusiness. Wobei Öl eigentlich auch nicht schlecht wäre, ist ja auch industriell eigentlich.
Ja, ich denke, wir machen das mal. So, jetzt bin ich echt gespannt, wenn der Monat zu Ende ist, wie unsere Zufriedenheit absacken wird. Hundertprozentig. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so bleiben wird, wie es momentan ist. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Erhöht die Effizienz, aber die Arbeitsqualität sinkt. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Manager, gucken wir mal hier. Effizienz von Bergwerks- und Ölgebäuden steigt. Einstellen. 58% Zufriedenheit nur noch. Boah, nicht so cool. Hier haben wir schon Magnat drin. So, jetzt möchte ich mal nochmal so ein bisschen durchschauen. Jetzt muss ich hier mal gucken. Also Mentor, Effizienz von Gebäuden in der Nähe steigt. Hauswirt erhöht die Wohnqualität von Wohngebäuden in der Nähe um 5. Ja, das ist nett eigentlich. Geldmacher brauchen wir jetzt. Ja, machen wir das mal. Irgendeinen Erfolg habe ich freigeschalten, okay. Finder erzeugt Forschungspunkte proportional zur Gebäudeeffizienz. Wie ist denn die Gebäudeeffizienz hier? 125. Und hier 113. Hier 80. 150. Dann machen wir das jetzt hier mal. Erfinder. Gut, okay. Und dann schauen wir hier nochmal rein. Ja, ja, Mentor erhöht Effizienz von Gebäuden in der Nähe. Lohnt sich vielleicht hier oben mal. Tycoon haben wir hier. Effekt auf Höchstbudget steigt um 10. Gebäude mit Menschen. Effizienz von Gebäuden in der Nähe. Ja, das wollten wir machen hier. So, okay, dann gucken wir mal noch. Aufseher hier oben. Gebäudeeffizienz steigt um 5. Machen wir das mal noch. So, gut, okay. Dann würde ich mal noch ganz gerne hier reingucken, mal in unsere besonderen Bürger und so weiter mal wieder. Also hier die ganzen Anführer, Rebellen haben wir mittlerweile einige. Sogar gut situierte sind Rebellen hier, Verbrecherbosse. Ach, wurde bereits verhaftet. Hä, das ist ja bescheuert. Ach, die sind schon hier drin. Ah, okay, man sieht die hier sogar. Ja, vielleicht sollte man hier auch mal nochmal den ein oder anderen Rebellenführer verhaften. Jetzt möchte ich mal hier gucken. Können wir hier eigentlich irgendwelche Sachen verbessern? Ne, haben wir schon alles, logischerweise. Und hier? Ja, gut, okay, ne, passt. Super, dann machen wir mal weiter. Und hoffen, dass sich unsere Zufriedenheit nicht noch weiter verschlechtert. Heute ist ja schon alles dabei, oder? Von 70% hoch auf 70, dann jetzt runter auf 58. Das ist schon krass eigentlich. Sind eigentlich unsere Transportbüros gebaut mittlerweile, ja. Ich hatte hier eins gebaut, gell? Wo noch? Hier unten, glaube ich, das war noch das neue. Und hier oben, oder? Ja. Aber vielleicht brauchen wir nochmal eins. So wie es aussieht momentan. Brauchen wir wirklich nochmal eins. Warum das hier gleich im Anschluss neben das Transportbüro? Gut, und dann können wir hier eigentlich auch noch gleichzeitig mal ein bisschen was für unsere Parkplätze tun. Hier einen. Wo können wir noch einen Parkplatz bauen? Hier vielleicht noch. Und in die Stadt rein noch mal ein bisschen was in die Richtung. Hier vielleicht. Gut, und hier haben wir schon einen. Hier unten vielleicht noch. So. Ah, da hat man auch schon einen, aber naja, gut, egal. Gut, okay, passt. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was getan für. Hier haben wir ja auch einen Parkplatz, da haben wir welche. Das passt soweit. Okay, neue Mission. Unsere flüssigen Argumente haben das Politbüro überzeugt. Es will einige Diplomaten nach Tropico entsenden. Nun sollten wir ihnen eine Botschaft bauen. Ich schlage einen Platz nahe einer Kneipe vor, alter Freund. Okay, haben wir schon abgeschlossen. Diesen Text ist dasselbe wieder, wie es aussieht, ja. Ich denke, wir holen uns dieses Mal ein kostenloses Industriegebäude oder fünf Arbeiter mit Uni-Abschluss. Wir brauchen hier einfach immer noch welche. Ja, man sieht es hier ganz klar, wir brauchen hier einfach welche. So.
Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mal hin und werden mal uns hier die Verordnung nochmal anschauen. Die Industrialisierung, 10.000 kostet die. Wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich jetzt mal hingehe und sage, wir bauen jetzt hier als nächstes ein Stahlwerk, das kostet 9.000, also die Hälfte, sagen wir mal, es kostet 10.000, also 4.600 oder sowas, ja, würden wir sparen. Ungefähr, und wenn wir dann nochmal irgendwas bauen, zum Beispiel die Pharma GmbH, aber die braucht so viel Strom tatsächlich. Schmuckfabrik braucht auch so viel Strom. Ja, und wir wollen ja erstmal noch mit dem Strom noch ein bisschen warten, bis wir das Atom erforscht haben, das friedliche Atom. Deshalb ist das jetzt gerade so ein bisschen die Frage. Aber wie lange hält die Verordnung an? 2 Jahre. Ja, ne, bis dahin sind wir damit nicht fertig. Werden wir die Stahlfabrik einfach mal so bauen. Hier gegenüber von der Textilfabrik. So. Ja, da brauchen wir auch wieder Highschool-Leute für. Das ist echt nicht cool, Leute. Also wir haben hier echt ein Problem, was Highschool-Absolventen angeht. Ja, wie gesagt, ich denke, das hat unter Umständen was mit der glücklichen Kindheit zu tun. Wenn wir die drin hätten, würde es vielleicht gehen. Oh, Verkehrschaos. Sowas Schönes. Ja, was kann man da machen? Was macht der Idiot hier eigentlich? Okay, jetzt ging da mal wieder was. Uiuiui. Haben wir schon noch irgendwo so schlimme Verkehrschaos? So ein schlimmes Verkehrschaos. Hier ist recht eklig. Hier läuft es eigentlich überall ganz gut. Hier, ja. Ja, könnte man natürlich was dran arbeiten, ganz klar. Schauen wir mal, ob wir irgendwas nochmal handeln können. Zucker könnte man handeln. Erdgas, Kohle, Bauxit. Ja, nee. Autos halt, aber das braucht ja noch eine Weile. Bis wir so weit sind. So. UdSR hat uns Geld überwiesen, sehr schön. Können wir gut brauchen, denke ich. Gut. Okay, wunderbar. Ich denke, wir werden an der Stelle jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und mal hoffen, dass wir in der nächsten Zeit es dann ein bisschen besser hinbekommen auch noch. Wir werden aber davor, bevor ich den Cut mache, noch eine Geschichte anstellen. Und zwar werde ich jetzt hier rüber eine Straße bauen. Ja, so ist das in Ordnung. Vielleicht hilft es hier nochmal, dass die auch noch hier rumfahren können. Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt das was. Ansonsten die Straße hier runter haben wir ja sofort. Die haben wir ja schon gebaut, ja. Vielleicht bauen wir auch einfach hier mal noch eine Straße nach unten. Ja, die bauen wir auch mal noch. Vielleicht löst es hier unsere Verkehrssituation so ein bisschen. Und hier bauen wir auch noch eine Straße runter. Oh, das ist jetzt eklig. Moment, dann ziehen wir die hier mal ein bisschen weiter und werden die jetzt hier... Ah ne, das geht immer noch nicht. Jetzt soll es doch gehen, oder? Ne, geht nicht. Na egal, gut, dann bauen wir es halt eben so. Dann ist der Kreis, dieser Bogen hier wenigstens nicht mehr ganz so riesig. Ist auch ganz okay dann. Und dann werden wir hier noch eine Straße rüber bauen. So, und vielleicht von hier da hoch noch. Ja, das geht hier sozusagen als Straßenende. So, jetzt geht's. Gut, ich hoffe, das löst ein bisschen was hier an unserer Verkehrssituation. Vielleicht lohnt sich es auch noch, wenn wir hier noch eine Straße rüberbauen. Und dann hier, hier hoch. Ja, ich guck mal, jetzt, das sieht man ja dann mal, ob unsere Infrastruktur hier was bringt. Unsere Änderung hier in der Infrastruktur. Wie es aussieht schon, oder? Sehr cool. Oder verlagern wir jetzt hiermit nur das Problem? Ja, wir verlagern uns jetzt nach hier unten irgendwie. Ja, das ist halt ein bisschen... was denn, warum ist das hier kaputt? Wieder aufbauen natürlich. Warum auch immer das kaputt war. Das reißen wir mal ab hier. Eigentlich sollten wir doch jetzt hier
Ah, da könnten wir vielleicht noch was tun. Das machen wir mal noch kurz. Hier mal nochmal eine Mietskaserne bauen oder zwei. Und dann haben wir hier oben, was haben wir hier? Die waren ja schon voll, auch die beiden da sind voll. Bauen wir hier nochmal eine Mietskaserne. Eine schadet hier sicherlich nicht. Die Häuser gehen, glaube ich, noch, oder? Ja, da passen noch Leute rein. Hier oben in die Luxusvillen jetzt nicht unbedingt, aber das muss auch nicht sein. Wir haben eine Ölsorte entdeckt, aus der wir Benzin destillieren können. Endlich etwas, das wir in die Tanks unserer Autos füllen können. Die Profite sind uns sicher. Es sei denn, jemand verkauft billigeres Öl. Dann sollten wir ihn bombardieren und überfallen. Gut, wunderbar. Jetzt haben wir das auch noch erforscht. Jetzt muss ich hier jetzt noch eine weitere Sache eingeben, was wir als nächstes machen wollen. Ich denke, als nächstes machen wir naive Ausländer und werden hier dann Gipfeltreffen, Tourismus und besser biologisch machen können. Gut, aber jetzt soll es das Partende gewesen sein. Oh, nur noch 54% Zustimmung, nicht gut. Also, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.